genau. Hier bin ich wieder. Ihr könnt euch jetzt immer an diese Blumen erinnern. Die sind nicht älter geworden, weil wir die drei Beiträge an einem Tag gedreht haben. Ihr erinnert Dumme, euch? Ja, was? Das Dumme ist nur, die sieht gerade keiner, weil die Einstellung so oh, ist. Aber warte, toll. Hier, da sind sie, Sekunde, jetzt. Nur damit die wissen, das ist Teil 1, 2 genau. und 3. Alles und, klar. Und zwar von dieser tollen Mail. Ich habe mich nämlich wahnsinnig gefreut von dieser jungen 24-Jährigen, die erzählt, dass sie nicht so gerne masturbiert, weil es immer noch so ein bisschen... Ja, im Kopf ist, dass man das nicht tun soll. Das haben wir letztes Mal erzählt. Und jetzt aber lese ich weiter, weil ich freue mich sehr an diese junge Frau. Tut es trotzdem. Weil sie schreibt nämlich jetzt, es ist nach einiger Übung schon etwas anderes als am Anfang. Aber sie hat es noch nicht geschafft, zum Orgasmus zu kommen. Ja, und da wollte ich ja was zu sagen. Weil wenn man sich schon anfasst als Frau und anfängt mit Öl und draußen zu streicheln über die Schamlippen und auf der Klitoris und auch drin, Finger rein, Vibrator rein. Wovon hängt es dann nun ab? Kriege ich das jetzt hochgebracht, meine Erregung, dass ich kommen kann oder nicht? Sie hat das auch mit Vibrator versucht, das muss ich mal nebenbei sagen, und der hat nicht zum Erfolg geführt, glaube ich. Weil Vibrator bringt nichts in der Scheide, weil die Zellen da drin auf sowas Schnelles nicht reagieren. Lieber Stoßtechnik und lieber drücken mit dem Teil, das nur nebenbei. Also, wovon hängt es sonst ab? Wenn sie sich jetzt so richtig anfasst und merkt, oh, das ist toll, sie beschreibt das auch, dass es so schön wird und die Erregung steigt und so. Da, spätestens da, wird es ganz spannend, was sie mit, also ob sie anspannt, was ihre Muskeln machen. Weil, da muss ich was erklären, man braucht zwei Sachen, um Erregung, Lust zu steigern. Man braucht erstmal Entspannung und dann auch Anspannung. Das erkläre ich. Weil, wenn man jetzt so anspannt, ne, das ist der Armtest, den wir schon mal gezeigt haben, ja, da sieht man, dass da kein Blut drin ist. Und dann können die Zellen auch nicht miteinander kommunizieren und irgendwann ist das kontraproduktiv, da spürt man nichts mehr. Wir alle tendieren dazu, wenn wir meinen, wir müssen jetzt die Erregung steigern und wollen kommen, irgendwie anzuspannen, nennt sich dann in der Fachsprache kanalisieren. Die Erregung, die wir so haben im ganzen Körper, machen wir so ein bisschen doller, ein bisschen schneller vielleicht. Das ist eigentlich auch ganz gut, aber wenn es dann nicht klappt, tendieren die meisten dazu, immer weiter anzuspannen und noch mehr anzuspannen. Und das ist schlecht. Dann fällt die Erregung wieder. Und da müsste man eher versuchen, wenn man merkt, es klappt gerade in dieser Runde nicht, ich krieg's nicht hin, dann entspannen, einfach wieder atmen, ganz so zwei, dreimal tief atmen, wieder ein bisschen langsam machen und dann nochmal das so hochfahren. Genau, das ist ein Trick tatsächlich, auch wie sie schreibt hier, dass ihr Freund, dass nach einer Zeit wird es unangenehm und ja, da ist mein Tipp, hör auf, Jungs. Ja, einfach mal Finger weg, sie kurz ein bisschen küssen und dann wieder anfangen. Mhm. Müsst ihr euch so vorstellen, er fängt wieder an, dann spannt sie wieder so ein bisschen an, dann steigt ihre Erregung, dann hört er auf, dann bleibt es da. Wenn er dann wieder anfängt, steigt es weiter. Und das würde ich dieser jungen Frau empfehlen, selber zu versuchen, auch sich selbst so hochzufahren und also immer wieder kanalisieren, aber auch immer wieder, wie man dann nennt, diffundieren, wie mit der Kartoffel im Physikunterricht oder so, dieses Osmose und so, also verteilen in der ganzen Kartoffel. Hier entspannen und dann verteilt sich die Erregung im ganzen Körper und dann wieder anspannen. Und klar, in so einer Bewegung, bisschen bewegen und das ist eine gute Idee. Anspannen, entspannen. So anspannen und entspannen. Und ein paar tiefe Stöhner setzen, tief so für sich allein im Zimmer tief stöhnen, weil dann macht der Beckenboden so und entspannt sich auch wieder. Und vor allen Dingen, vermutlich ist es auch ganz gut, wenn sie ihren Freund da ein bisschen dran teilhaben lässt, dass er auch weiß. Ja, das stimmt. Ich war gerade bei der Selbstbefriedigung, aber Felix, du hast ja recht. Dann, das stimmt, wenn sie dann in den Händen ihres Freundes ist, dann ist es natürlich klar, dass er gerne mal ein paar Rückmeldungen kriegen kann. Er kann mal so ein bisschen gucken, wann spannt sie an. Dann weiß er,
Und dann fährt er sie hoch und wenn er dann merkt, dass es so ein bisschen, fast ein bisschen krampfhaft wird, im negativen Sinne, also noch kein Orgasmus, dann kurz weg, die Hände. Aber das stimmt. Ist besser, wenn sie ein bisschen stöhnt oder so Rückmeldung gibt und so. Das alter Hase. Ja, es ist so. Alter Hase. Als Mann, ich kenne das, wenn man dann, irgendwann kriegt man ja auch mal gesagt, du hättest das und das machen können. Und dann denkt man sich, ja, hättest du mir ein Zeichen gegeben, hätte ich das machen können. Aber, ne, und das, ich glaube, dass da sehr oft zu wenig kommuniziert wird. Ja, genau. Ich hatte auch mal meinem Freund gesagt, Mann, du hast mich so im Griff, du hast mich so toll im Griff. Und dann sagt er immer, ja, du gibst ja auch immer gute Rückmeldungen. Genau. Sehr gut. Ich muss noch ganz kurz erwähnen, dass diese junge Dame nämlich sogar beim Arzt sogar erwähnt hat, als sie beim Frauenarzt war, hat sie mal gefragt, woran man erkennt, ob man zu den Frauen gehört, die keinen Orgasmus bekommen können oder nicht. Da kann ich nur sagen, nein, das kann man nicht erkennen. Und er hat dann gemeint, dass der Orgasmus bei jeder Frau unterschiedlich wäre. Ja, logisch, schreibt sie auch. Und nicht bei jeder ein Feuerwerk gezündet werden würde. Und da sage ich, nein. Ob ein Feuerwerk gezündet wird oder nicht, hängt von der Erregung ab. Wenn man sich jetzt vorstellt, dieses Verkrampfte und länger und man es kriegt, da gerade hinzukommen, da kann es schon sein, dass es so ein kleiner Plop ist. Aber wenn man das gut steigert, wie ich immer erklärt habe, mit Entspannen und Anspannen, dann kommt meist ein Feuerwerk. Das Feuerwerk, das hängt wirklich von der Erregung an sich ab. Wie schön man sich am Körper erregt hat über längere Zeit zum Beispiel. Das wollte ich denn noch sagen. Dann muss ich unbedingt den Schluss vorlesen. Ja, weil sie macht sich viele Gedanken, ist frustriert. Also natürlich ist diese Frustration alles andere als förderlich. Aber selbst Alkohol zur Entspannung wirkt nicht. Ja, das ist auch klar. So wie ich das erzählt habe, da bringt das nichts, wenn man nur Alkohol trinkt dazu. Vielleicht muss ich für den Akt erst K.O. geschlagen werden. Bringt auch nichts. Und dann endet sie ihre Mail mit, ja, ich möchte über beide Ohren grinsen, wenn ich an unseren unanständig und erfüllenden Sex denke. Und das wirst du auch. Üb mal schön weiter. Das ist eine super Nummer, die du gerade... Es wird was. Verspreche ich. Jede Frau kann es.